Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und mir hoffentlich den Cliffhanger nicht ganz so übel nehmt. Wir sind weiterhin damit beschäftigt, die Spuren von Edna in der Klosterschule zu verwischen. Und die erste Spur war der Ballon, der im Kronleuchter hängt. Den haben wir wahrscheinlich entfernt, indem wir den Kronleuchter entfernt haben. Und dummerweise saß dieser griesgrämige Clown im Weg. Es klang so, als würde es jetzt einen Kobold-Einsatz gegeben haben. Oder der läuft noch. Und wir gehen jetzt mal runter und gucken uns das Ganze an. So, da ist schon der Ballon. Und so schaut das ganze Desaster aus. Den Ballon, den nehmen wir mal mit. Geschafft. Jetzt fehlten noch zwei Beweise, um Ednas Spuren gänzlich zu verwischen. Jo, und die Zigaretten, die können wir auch einsäckeln. Der Clown hatte seine Zigaretten einfach liegen gelassen. Er musste wohl sehr in Eile gewesen sein. Ja, bestimmt war der in Eile. Es ist einfach schön, wie hier die kleine Nix peilt, ne? Gut. Was haben wir denn noch? Zwei weitere Beweise. Das eine ist die Widmung am Schaukelbaum, die muss verschwinden. Und das andere ist die Schuluhr, wo Edna wohl mit Knallfröschen gespielt hat. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal kurz raus und prüfen, ob der Shawnee die Zigaretten vielleicht haben will. Könnte sein, dass ihn das beeindruckt. Und dann gehen wir hoch zur Schuluhr. Was hast du da? Zigaretten? Nein, danke. Die kannst du gerne behalten. Natürlich rauche ich. Ich bin immerhin ein richtiger Rowdy. Aber nur, wenn ich nervös bin. Da ich aber Nerven wie Drahtseile habe, ist das mehr so hypothetisch. Ich bin ein hypothetischer Raucher. Was im Grunde noch tougher ist als normales Rauchen. Also raucht er gar nicht und trägt nur dick auf. Okay. Das war's auch nicht. Bleiben wir einfach bei den Kirschkernen. Aber Feuer habe ich jetzt auch nicht bekommen. Ich würde sagen, dann gehen wir hoch zur Schuluhr und gucken uns diese Situation mal an. So, hier im Klosterflur. Und das ist das, was der Toni meinte hier. Das sind die Knallfrösche. Hurra! Lilly hatte Ednas Knallfrösche gefunden. Wie waren die nur dort hinaufgekommen? Gute Frage. Und wie kommen die da wieder runter? Das ist die nächste Frage. Auf Faserleinwand hilft mir da, glaube ich, nicht. Ballon wüsste ich auch nicht, wie mir der helfen soll. Die kippen auch nicht. Murmeln kann ich hier irgendwie hochwerfen? Keine Ahnung. So konnte Lilly die Knallfrösche garantiert nicht von der Statue holen. Wieder einmal waren ihre Arme zu kurz und ihre Leitung zu lang. Na danke. Ich habe aber auch nichts, was ich direkt einsetzen könnte, um irgendwie an dem Baum die Widmung zu entfernen, oder? Die Flüssigkeit roch wie Doris aus dem Mund. Oder wie der Tankstöpsel des Rasenmähers, mit dem Lilly so gerne spielte. Alkohol haben wir. Können wir damit die Kippen präparieren? Lilly hatte gehört, dass Alkohol keine Probleme löst. In diesem Fall stimmte das. Okay. Die Tollkirschen einlegen. Lilly hatte gehört, dass Alkohol keine Probleme löst. In diesem Fall stimmte das. Okay, ich würde sagen, wir gucken uns einfach nochmal um. Birgit hatte ihre Arbeit offenbar niedergelegt, aber das Banner mit dem Puma-Motiv hatte sie noch fertiggestellt. Schade, dass Lilly ihr nicht mehr für die gelungene Arbeit gratulieren konnte. Ach du Schreck, damit habe ich nicht gerechnet. Oh nee, haben wir doch schon wieder zwei Tote, ich werde wahnsinnig. Ah. Wir sind jetzt schon alles tot. Die Birgit, der Clown, der Freeman, der Frank und der Memphis. Fünf Stück haben wir schon um die Ecke gebracht. Okay. Mit dem Banner komme ich aber auch irgendwie nicht da hoch, oder? Dass ich das irgendwie so hochwerfe irgendwie. So konnte Lilly die Knallfrösche garantiert nicht von der Statue holen. Wieder einmal waren ihre Arme zu kurz und ihre Leitung zu lang. Ist das bitter?
Geh mal in die Kantine. Und hänge mal das Banner auf. Ah, das nenne ich mal ein vortreffliches Motiv. Effektiv und kontrolliert. Ein Symbol der vollkommenen Selbstkontrolle. Wie die Leitung dieses Klosters. Ach. Das wird dem Doktor imponieren. Komm mit, Lilly. Birgit hat eine weitere Auszeichnung verdient. Ihr Fleiß und ihre Zuverlässigkeit sollen festlich belohnt werden. Frau Ignaz, wir haben da ein Problem. Lilly hätte vor Freude am liebsten einen Luftsprung gemacht. Ein Fest hatte es schon lange nicht mehr im Kloster gegeben. Oh oh. Als Lilly das Klassenzimmer betrat, hatte die Oberin bereits mit der Zeremonie begonnen. Es war ein schönes Fest. Seltsam war nur, dass Birgit nirgendwo zu sehen war. Somit verleihe ich dir das goldene Pfadfinderabzeichen am Bande. Deine Fähigkeiten im Kicken und dein herausragendes Pflichtbewusstsein sind ein Vorbild für deine Mitschüler. Du, Birgit, bist das Paradebeispiel dafür, wie durch eine strenge, konsequente Führung Höchstleistungen zustande gebracht werden können. Ah, Lilly, nimm dir ein Beispiel an deiner Mitschülerin und räum hier auf. Machen wir. Wenn doch nur alle Kinder so pflichtbewusst wären wie Birgit. Das Fest war nur kurz gewesen. Lilly hat es trotzdem gefallen. Dies war vielleicht der schönste Tag in ihrem Leben. Wunderbar. Und wir haben was ganz Wichtiges. Lilly fand, dass das Pfadfinderabzeichen viel zu kostbar war, um hier offen herumzuliegen. Sie steckte es sicherheitshalber ein. So ist das. Und die Partytorte auch gleich noch, oder? Diese Torte gebührte einzig und allein Birgit. Lilly verdiente nicht einmal, den Tortenboden abzulecken. Na gut. Jo, Birgit. Ist dann halt mal so, ne? Aber ich weiß, was wir als nächstes machen. An die Kiste und die Muskete. Aber das ist doch, das goldene Pfadfinderzeichen am Bande. Ich hatte ja keine Ahnung, dass mir hier ein waschechter Pfadfinder gegenübersteht. Ich war nämlich auch mal bei den Pfadfindern, weißt du? Ha, da leckt mich doch einer an meinen... An meinen Sachen bedienen. Die liegen gleich da hinten in der Kiste, weißt du? Denn unter Pfadfindern gibt es keine Sachen wie Besitz und... So, wir gucken einmal bitte in die Lautstärke-Einstellungen rein. Denn der Ausschlag ist mir hier relativ hoch, was die Sprachlautstärke angeht. Aber... Du sollst nicht lügen. Hat sich nichts verändert. Okay, dann ist nur der alte Greis ein bisschen laut. Mach mal weiter. Ihr merkt, ich werde noch ein bisschen von diesen Soundeinstellungen hier verfolgt. Wir dürfen jetzt an die Kiste. Wunderbar. Ein Messer. Das war alles. Nur ein Messer. Und die Muskete. Jetzt bin ich gespannt, ob wir mit der Muskete die Knallfrösche runterholen können. So konnte Lilly die Knallfrösche garantiert nicht von der Statue holen. Wieder einmal waren ihre Arme zu kurz und ihre Leitung zu lang. Ah, nochmal der Spruch und ich raste aus. Aber vielleicht... kommen wir irgendwie über diesen Geheimgang da oben hin, dass das hier vielleicht so eine Tür ist. Der Gargoyle machte sich scheinbar Sorgen um seinen Kollegen. Er tat aber auch nichts, um ihn am Fallen zu hindern. Typisch. Ja, oder wir müssen gucken, dass der irgendwie runterkommt. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit.
Probieren wir es nochmal. Der Gargoyle war außer Reichweite. Wieder einmal waren ihre Arme zu kurz und ihre Leitung zu lang. Können wir den Gargoyle abschießen? Der Gargoyle war außer Reichweite. Hör doch auf. Wieder einmal waren... Nee, nicht nochmal. Kapu, kannst du mir helfen? Psst, Lilly, ich muss dich unbedingt was fragen. Magst du mich eigentlich? Aha. Gott sei Dank. Ich war mir nicht wirklich sicher. Ich habe da nämlich ein Anliegen. Es geht um meine Gefühle. Und ich möchte dich um einen ganz großen Gefallen bitten. Würdest du etwas für mich tun? Aha. Wirklich? Wow, ich bin ganz aufgeregt. Okay. Ganz ruhig, Kapu. Also, würdest du diesen Brief hier Shai übergeben? Aha. Ich muss sie unbedingt treffen. Also, gib ihr einfach den Brief, ja? Mann, das ist so toll von dir. Du bist wirklich die Beste, Lilly. Na gut, das ist einfach. Wir lesen ihn aber erst, oder? Hm. Nein. Oh, was hast du denn da Tolles? Ist das etwa für mich? Lilly zögerte. Nicht etwa, weil sie Shai das Treffen mit Kapu nicht gönnte. Sie machte sich vielmehr Sorgen. Es konnte ja alles Mögliche in dem Umschlag sein. Eine Schlange, ein Skorpion oder Milzbrandviren. Genau. Schließlich entschied sie sich, Shai den Brief doch zu geben. Aha. Hui! Der ist ja von Kapu. Ein Date? Wie aufregend! Ich muss mir unbedingt noch mehr Glitzerstaub auflegen. Es waren wohl doch keine Milzbrandviren in dem Brief gewesen. So ein Glück. Ach ja, wie schön. Reden wir nochmal mit ihr? Oh Mann, Lilly. Ich bin ganz aufgeregt wegen der Verabredung mit Kapu. Ob ich mir noch was anderes anziehen sollte? Aber was denn nur? Irgendwas mit Shibuya. So viel steht fest. Ob Kapu auch Shibuya mag? Shibuya ist nämlich voll cool, oder? Ja, ganz sicher. Hat ja viel genutzt, das Gespräch. So, mal gucken, ob wir ihn mit einem Messer beeindrucken können oder mit einer Muskete. Shawnee schien nicht interessiert zu sein. Lilly musste wohl einen anderen Weg finden, um ihn zu beeindrucken. Shawnee schien nicht interessiert zu sein. Na gut. Lilly musste wohl einen anderen Weg finden, um ihn zu beeindrucken. Dann gehen wir jetzt einmal unten am Baum gucken. Aha. Ich habe fast eine Idee. Ich muss die Suka killen. Am besten so mit ein bisschen Splatter. Damit hier die Kobolde den Rest erledigen. Jetzt ist die Frage, wie? Lilly hätte dem Baum gerne all ihre tollen Sachen gezeigt, aber er hörte sie gar nicht. Halb so schlimm. Lilly war das gewohnt. Suka schien Lilly gar nicht zu bemerken, aber das war ja nichts Neues. Lilly hätte dem Baum gerne all ihre tollen Sachen gezeigt, aber er hörte sie gar nicht. Halb so schlimm. Lilly war das gewohnt. Also ich glaube, ich muss nicht aktiv probieren, die Widmung wegzumachen, sondern irgendwie indirekt das Ganze hinzubekommen. Eine Schande, dass Lilly die Widmung entfernen musste. Sie war immerhin der einzige Beweis, dass sie doch eine Freundin auf der Welt hatte. Aber wie? Mit dem Messer? Okay, wird nix. Rauffaserleinwand draufklatschen ist natürlich auch dumm. Lilly hatte nicht den Hauch einer Idee, wie sie die Widmung damit vom Baum bekommen sollte. Ja, ich auch nicht. Aber ich habe ja das Messer erst mit dem Baum probiert. Jetzt probieren wir es mit der Widmung. Lilly hatte nicht den Hauch einer Idee, wie sie die Widmung damit vom Baum bekommen sollte. Ist die geritzt oder ist die gemalt? Das ist die Frage. Vielleicht können wir sie mit Ethanol lösen. Lilly hatte nicht den Hauch einer Idee, wie sie die Widmung damit vom Baum bekommen sollte. Janu, gute Frage. Reden wir doch mal mit ihr.
Suka schien Lilly gar nicht zu bemerken. Ah. Lilly nahm es ihr nicht krumm. Sie war nicht auf Sukas Aufmerksamkeit angewiesen. Warum sollte sie sich wünschen, dass Suka von der Schaukel rutscht und in der Tiefe zerschellt? Für dererlei Gedanken gab es überhaupt gar keinen Anlass. Eben, aber wie kriegen wir das denn hin? Was können wir denn mit Suka machen? Mit Murmeln bewerfen? Suka schien Lilly gar nicht, aber das war... Ihr Kippen geben bringt ja auch nichts. Nein. Suka schien aber das... Oh, hier habe ich auch keine Idee. Guck nochmal in den Keller rein. Hier passiert auch nichts Neues mehr. Der Ofen war schwarz und leer, wie der Spiegel, von dem Lilly immer träumte. Okay, dann gehen wir hoch zum Büro von der Ignaz. Irgendwo muss es ja noch was zu entdecken geben. Oder wir schauen schnell mal hier hinten. Das Schwert wollten wir nämlich auch noch mitnehmen. Ja. So, Toni, habe ich das wenigstens nicht vergessen. Nee, hier passiert nichts mehr. Willst du ein Schwert, Shawnee? Shawnee schien nicht interessiert zu sein. Lilly musste wohl einen anderen Weg finden, um ihn zu beeindrucken. Ich muss jetzt einfach mal Dinge ausprobieren, weil ich gerade keine wirkliche Idee habe. Lilly hatte nicht den Hauch... Ja. Lilly hätte den Ball halb so schlimm. Ja, und hier Suka? Suka schien auch aber nicht. Okay, machen wir es kurz. Wir brauchen ja nicht immer die gleichen Dialoge anhören. So, was haben wir denn hier noch? Ich habe noch immer kein Licht für die Ecke hier. Na endlich! Da bist du ja wieder. Lumpi verhungert bereits. Hast du das Essen besorgt? Was? Und dann traust du dich hierher? Abmarsch! Los, los, los! Ah! Wie ich diese Kinder hasse! Okay. Die Frage, ob ich mit dem Schwert jetzt an die Knallfrösche rankomme. Ach, das Date. Wartungsklappe. Haben wir es doch. Da war ich doch gar nicht so verkehrt mit der Idee. Das Schwert war fast lang genug, um damit an die Knallfrische zu gelangen. Leider nur fast. Lilly brauchte wohl eine Art verlängerten Arm. Können wir das Schwert hier vorne reinstecken? Lilly durfte ihre Sachen nicht mehr kaputt machen. Lilly durfte ihre Sachen nicht mehr kaputt machen. Sieht es doch schon wieder schief gehen. Die beiden werden doch gleich sterben, oder? Das Schwert reichte zwar weder zu den Knallfrischen noch bis zum Seil. Dafür passte es aber perfekt in die Maschen des Zeigers. So perfekt, dass es darin stecken blieb. Was sollte Lilly nur tun? Etwa abwarten, bis der Gargoyle von alleine zu Boden fiel? So viel Zeit hatte sie gewiss nicht. Ich gehe jetzt trotzdem mal hier raus. Und ich hoffe... Die Turmuhr klang heute dumpfer als sonst. War es wirklich schon so spät? Schwupps, und da wird wieder gepinselt. Ist das schrecklich.
Geschafft. Jetzt fehlte nur noch ein Beweis, um Ednas Spuren gänzlich zu verwischen. Leute, das fasse ich nicht. Das fasse ich echt nicht, was hier passiert. Okay. Was können wir hier unten noch anstellen? Ich habe ja nicht mehr viel. Kann man das nicht irgendwie einfach wegblasen hier? Lilly hatte nicht den Hauch einer Idee, wie sie die... Hahaha. Zucker schien Lilly gar nicht zu bemerken, aber das war ja nicht... Also, was machen wir denn hier? Habe ich denn schon alles, was ich dafür brauche? Lilly vermisste die Termiten. Ohne sie wirkte der Baum irgendwie traurig. Vor allen Dingen, wie kriegen wir den Beweis überhaupt zu Edna gebracht, dass wir das Ganze hier weggemacht haben? Da fehlt mir gerade wirklich die Idee. Das Rezept habe ich auch noch nicht. Ich habe irgendwie gerade keine Idee. Findest du Knallfrösche cool? Shawnee schien nicht interessiert zu sein. Lilly musste wohl einen anderen Weg finden, um ihn zu beeindrucken. Oh Mann. Der Kronleuchter lag kaputt und nutzlos am Boden. Nun würde Lilly nie mehr darauf schaukeln können. Oh, und die andere Schaukel ist besetzt. Sowas aber auch. Habe ich noch irgendwas übersehen? Nein. Reden wir nochmal mit Doris. Du schon wieder? Du solltest außerhalb der Essenszeiten nicht so in der Kantine herumstromern. Da sind schon die merkwürdigsten Unfälle passiert. Und für fast alle habe ich ein Alibi. Okay. Ach, da war ja was, natürlich. Das Messer, das haben wir jetzt. Was ist? Warum starrst du mich so an? Was hast du hier überhaupt außerhalb der Essenszeiten verloren? Was ich hier verloren habe, weiß ich. Haftstrafe ausgesetzt wegen mangelnder Zurechnungsfähigkeit. Bla bla. 10 Jahre gemeinnützige Arbeit auf Bewährung. Bla 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 bla. Willst du das wirklich hören? Tja, die Oberin wollte das auch nicht. Und solange sie nicht direkt nachfragt. So, ein Messer, bitte. Du solltest... Soll ich es dir zeigen? Na, siehst du. Also gib schon her, bevor du irgendwen damit verletzt. Sowas. Ein kleines Mädchen mit einem Messer. Unverantwortlich. Hier, nimm stattdessen diese Motorsäge hier. Jetzt, da ich wieder ein Messer habe, brauche ich die nicht mehr. Okay, das löst mein Problem. Genial. Damit konnte man jetzt aber auch nicht unbedingt rechnen. Die Idee war gut. Leider fehlte das Benzin für die Kettensäge. Irgendwas ist doch immer, oder? Wir haben doch hier Alkohol. Lilly hatte einen Geistesblitz. Der hochprozentige Alkohol war ein famoser Treibstoffersatz für die benzingetriebene Kettensäge. Die Oberin würde sicher stolz auf sie sein. Na also, und jetzt? Tschüss, Zuka. Geschafft. Lilly hatte Ednas Aufträge ausgeführt und alle Beweise verschwinden lassen. Sie konnte es kaum abwarten, ihrer besten Freundin davon zu berichten. Lilly, Gott sei Dank, ich habe ein neues, viel größeres Problem. Ach nee. Ich kann mein Tagebuch nirgendwo finden. Und da steht doch alles über meine Fluchtpläne drin. Ich habe sogar eine Karte angefertigt, auf der ich mein Versteck markiert habe. Also vergiss die Sache mit den Beweisen. Nein, vergiss sie einfach.
Die waren eh nicht weiter wichtig. Das Tagebuch hat jetzt höchste Priorität. Bitte hilf mir suchen. Wenn die Oberin es in die Finger bekommt, bin ich geliefert. Es muss irgendwo in der Nähe sein. Lilly wusste natürlich sofort, was zu tun war. Ach, echt? Sie wusste sofort, was zu tun war. Oh Mann. Nee, wusste sie halt nicht, ne? Okay. Lilly hatte kein Talent. Ja. Ja, das lassen wir schön. Na, war das jetzt so schwer? Da lag es doch schon, das Tagebuch. Oder hing vielmehr. Die verräterischen Aufzeichnungen baumelten an der Kralle einer dumm daherglotzenden Taube. Okay, das war jetzt wirklich einfach. In dem Augenblick, als Lilly das Tagebuch schnappen wollte, erhob sich die Taube in die Lüfte und flog mitsamt Tagebuch zum Klosterdach, wo sie im Gebälk über dem Büro der Oberin verschwand. Da half auch kein dümmliches Gucken. Ein weiteres Mal führte Lillys Weg nun in die Höhle des Löwen. Na super. Also dann doch. Und wegen einfach, ne? Wo ist denn die Taube? Na endlich! Da bist du ja wieder. Lumpi verhungert bereits. Hast du das Essen besorgt? Was? Und dann traust du dich hierher? Abmarsch! Los, los, los! Ich höre aber die Taube. Wie ich diese Kinder hasse! Also müssen wir in der Tat doch erst irgendwie das Rezept bekommen. Aber wie das denn jetzt schon wieder? Gut. Müsste halt mal probieren, diese Kirschen auch zu essen, oder? Shawnee schien nicht interessiert zu sein. Lilly musste wohl einen anderen Weg finden, um ihn zu beeindrucken. Aber wie? Wie kann ich die denn essen? Das ist eine gute Frage. Oder können wir die Zigaretten damit präparieren? Lilly traute sich noch nicht so recht, die Zigaretten mit bloßen Händen anzufassen. Sie hatte Angst, Krebs zu bekommen, wie Opa. Ja. Oh Mensch, was machen wir denn hier? Keine Ahnung. Nee, Schlafsaal ist nicht interessant. Hier auch keine Spur von der Taube. Hier nichts Neues. Jetzt gehen mir die Ideen aus. Hier auch nichts. Hahaha. Gucken wir uns noch einmal die Schaukel an. Am Ende hat Zuka in der Tat überlebt. Nein! Oh nein. Ja, schade. 1, 2, 3, 4, 5 Leichen diese Folge. Oh nein. Also, wie kriege ich das mit den Kirschen hin, dass ich an die Kirschkerne komme? Wir reden nochmal. Wer kommt denn da und will sein Rezept zurück? Hör doch wenn auf. Das nicht die kleine, brave Lilly ist. Hau ab, bevor ich dir noch die Schnürsenkel zusammenknote. Oder Schlimmeres. Tja, keine neuen Dialoge, oder? Nö. Jetzt habe ich wirklich gerade überhaupt keine Idee. Wir haben jetzt schon alles 5-mal angeguckt. Ich habe auch noch keine Möglichkeit, irgendwie Licht zu machen. Können wir den Kamin anheizen damit? Abends hing die Oberin hier ihren Kessel übers Feuer. Aber um diese Uhrzeit trank sie ihren Beruhigungstee lieber in der Kantine.
Nein. Also ja, Katzenfutter ist das nächste, was wir brauchen. Da bin ich mir gerade sehr sicher. Aber ich wüsste nicht wie. Überhaupt keine Idee und deswegen würde ich sagen, liebe Leute, wir machen jetzt hier mal Schluss. Hier muss es irgendwie weitergehen. Ich weiß aber echt nicht wie. Wir haben ja schon drüber geredet, dass wir aus den Tollkirschen irgendwie einen Tee kochen müssen. Aber wenn die Oberin gar nicht damit anfängt, dann habe ich auch noch keine Ahnung, wie wir sie dazu kriegen sollen. Können wir die Tollkirschen in die Muskete einfüllen? Die Tollkirschen waren zwar klein und kugelig, doch als Munition nur für einen Spuckwettbewerb geeignet. Ach, jetzt macht's aber am Ende noch kurz Klick, oder? Hurra! Die Murmeln waren die perfekte Munition für die Muskete. Okay. Probieren wir es doch mal aus. Shawnee schien nicht interessiert zu sein. Lily musste wohl einen anderen Weg finden, um ihn zu beeindrucken. Wer kommt denn da und will sein Rezept zurück? Ich kürze das nochmal ab. Hau ab, oder? Sag mal, blickst du es noch? Wenn du das Rezept willst, dann müsstest du es dir schon holen. Mhm. War mir klar. Du bist einfach nicht tough genug für einen Strolch wie mich. Tja. Aber so schaffen wir es irgendwie auch noch nicht. Bist du jetzt hart durch... Probieren wir es nochmal mit Tough. Also, du traust dich und so lange... Nee, okay. Keine Ahnung, wie das jetzt wieder gehen soll. Shawnee schien nicht interessiert zu sein. Lily muss... Gut, Leute, wir sind noch einen kleinen Schritt weitergekommen. Jetzt am Ende aber doch nicht wirklich bis... zum Katzenfutterrezept. Insofern eure Ideen und Tipps, wie wir das jetzt hinbekommen können, mit dieser Muskete ihn zu beeindrucken. Ich habe noch keine Idee. Ich bin gespannt, was ihr schreibt und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann morgen wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann, euer Matze.